Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da und herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings. Wir sind bei Patrick, dem abscheulichen Füllerland, der jetzt schon ewig und 3 Tage regiert, weil er ja quasi schon als Kind die Regentschaft angenommen hat und seiner Frau, das ist Gräfin Elfwin von Lothien, die ihm bis jetzt nur Töchter geboren hat, was aber okay ist. Wir haben eine hässliche Tochter, so eine gewisse Familientradition ist zu erkennen. Wir werden jetzt auch mal dafür sorgen, dass unsere Töchter nicht einfach so heiraten, auch wenn das jetzt vielleicht noch nicht so spannend ist, aber vielleicht passiert das noch. Und wir haben von gerüchteweise von einer großen Epidemie gehört. Was ist denn hier los? Hier gibt es einen Aufstand. Norwegen ist immer noch in Island. Ansonsten hat der gute Patrick tatsächlich keine Ansprüche auf irgendwas. Er hält hier seinen Ländereien, seinen kleinen Flickenteppich und ist es demnach auch ziemlich glücklich, das alles so zu belassen. Also deswegen, ich habe jetzt auch keine Veranlassung daran, was zu ändern. Er sucht sich ein Vergnügen nach dem anderen. Er spielt gerne, jetzt geht er auf die Jagd. Er wird sich so ein bisschen seine Dinge suchen, die er denn kann und möchte, also wo er da Lust drauf hat. Wir könnten wieder mit irgendwelchen Plünderern verhandeln, aber das möchte ich nicht. Ich gehe davon aus, dass sie das selber auf die Reihe bringen. Gut. Ansonsten, ja, harren wir der Dinge, die da so sind. Wir haben ein bisschen das Problem, dass sich hier so ein großer Machtblock gebildet hat. Das ist der da und das ist der da. Die haben hier quasi Irland unter sich aufgeteilt und wir können Punkte ausgeben. Ja, die gehen in die schwere Infanterie, weil das ist einfach der Haupt unserer Armee. Und wir können den Herzog von Brandenburg einkerkern. Das machen wir. Der Herzog wird eingekerkert, weil, den können wir nicht leiden. Der ist einhändig, der ist hinterlistig, gerecht, aber er ist halt ein Familienmörder. Also er ist ein ganz bekannter Mörder und jetzt wäre die Frage, wenn ich ihm alle anderen Vasallen sind dann auch böse. Also können wir ihm nicht mal seine Titel wegnehmen. Dann lassen wir ihn einfach im Kerker und dann möge er da vor sich hin rotten. Und das ist unser Sohn. Murat Patrick. Oh, das ist ein attraktiver. Ja, weil seine Mama war attraktiv. Das war eine Geliebte, die wir aus dem Kreuzzug mitgebracht haben. Das ist ein attraktiver, herzlicher, zaghafter Mensch. Und er ist ein bisschen eigenwillig. Das heißt, ich glaube tatsächlich, ihm würde so eine diplomatische Karriere gut anstehen, denke ich. Wir könnten ihn natürlich auch in die Bildung stecken. Nee, ich möchte, dass er in der Diplomatie ausgebildet wird. Und da irgendwie sein Leben irgendwie in die Reihe zu kriegen. So, eine Leprakolonie. Oder wollen wir unser Krankenhaus? Nee, wir bauen jetzt mal hier die Leprakolonie. Wir bauen jetzt mal ein bisschen am Hospital weiter. Und hier hat die Gascogne einen Handelsposten bei uns errichtet. Oh, und hier der Herzog von Metz möchte uns zu einem Gelage einladen. Na, da gehen wir doch natürlich hin. Die Gascogne. Hier unten, das ist eine Handelsrepublik. Ja, guck mal, das ist eine Handelsrepublik. Also, wir könnten auch eine Handelsrepublik gründen. Macht aber tatsächlich rollenspieltechnisch keinen Sinn. Aber ansonsten wäre das so. Freundin Gräfin Alice. Ja, das ist unsere Freundin aus Geldern. Hat uns ein Geschenk geschickt. Es handelt sich um einen kleinen Welpen, der jedoch einen auserlesenen Stammbaum besitzt und zu einem hervorragenden Jagdhund heranwachsen wird. Oh, sehr schön. Aber unbedingt nehme ich das an. Das ist ja toll. Euer neuer Welpe hat noch keinen Namen, O Fürst. Wie werdet ihr ihn nennen? Getreuer Jäger Trickser. Das würfel ich. Moment. Die 2. Es ist ein Getreuer. Jawohl. Mein Getreuer. Okay. Also es gibt hier eine Handelsrepublik, die sie jetzt auch hier an unserer Küste nur da einen Handelsposten eingerichtet hat. Okay. Der Herzog ist direkt im Kerker gestorben. Nee, der hat was geerbt. Der hat Turov geerbt. Der Häuptling ist tot und damit hat er... Hä? Moment. Augenblick, ich prüfe. Ach Gott. Ehrlich jetzt? Der hat jetzt hier hinten... Der Stamm von Turov
wurde geerbt. Na, das ist ja. Das ist ja witzig. Okay, also er hat. Okay. Von mir aus. Ja, wir haben, also Irland geht jetzt auch bis hier hinter. Aber nur in kleineren Dingen. Aber das ist ja witzig. Na gut, dann soll er das mal so machen. Das ist ja sein gutes Recht. Erbschaft ist Erbschaft. Muss man annehmen, ne? So, hier bauen wir mal ein paar Kasernen. Da dürfen wir auch die Truppen nicht vergessen, weil die werden wir noch brauchen. So, wir könnten hier auch noch eine Liegenschaft gründen. Also hier ist noch ein Platz frei, dem man noch eine Stadt geben könnte. Das fände ich ganz nett. Buchan könnten wir auch noch was bauen. Ich bin an den Privatgemächern von Herzog Erkan angekommen. Es gibt viel zu essen und zu trinken. Jawohl, wir gehen eine Runde feiern. Das ist unseres. Das können wir. Das finden wir gut. So. Also wir können auf jeden Fall hier noch eine Liegenschaft machen. Ja, und dann wird gespielt. Das ist genau unseres. Aber wir haben verloren. Ach nein. Aber ich spiele doch so gerne. Ich will aber auch gewinnen. Der Patrick kann aber, glaube ich, ganz gut. Der kann, glaube ich, ganz gut verlieren, weil er ist gerecht, er ist gütig, er ist bescheiden. Also er kann durchaus akzeptieren, wenn andere Leute besser sind. Also ich denke, das ist nicht das Thema. Okay. Tja, unsere Gattin. Euer Hund wächst schnell heran und ist kein kleiner Welpe mehr. Er läuft geschwind und hat eine gute Nase. Euer Hundeführer loben seinen guten Charakter. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Freundin Alice. Das finde ich sehr schön. Da freue ich mich sehr. Wir werden jetzt mal versuchen, ihn ein bisschen. Wir werden ihn mal ein bisschen beeinflussen. Aber wobei wir. Nee. Der kann uns gut leiden. Laut Kanzler Grünmail haben die Bauern in Oriel eine wundervolle Tradition ins Leben gerufen, bei der mehrere Dörfer zusammenkommen, um zu tanzen, zu feiern. Ja, das können wir unterstützen. Ein bisschen gütig sind wir dabei. Oh, und Ross. Oh, Bryce ist gestorben. Bryce, unser Freund. Bryce, unser Freund. Unser Freund ist tot. Und das kriegen wir hier so nebenbei angezeigt, ey. Jetzt haben wir nur noch zwei Freunde. Wir haben nur noch König Manrike von Galizien. Der immer noch so eine ganz seltsame Nachfolgesituation hat. Warum bist du als Sohn nicht der Erbe? Ich verstehe es einfach nicht. Das ist mir nicht klar. Und ja, dafür haben wir jetzt einfach hier einen niederen Titel frei, den wir wieder verschenken können. Mundschenk. Den werden wir dem Herzog geben. Jägermeister ist auch noch frei. Ja, wir haben ganz viele neue Herzöge. Walter Earl von Caithness kriegt auch noch einen Titel. Genau. Wir brauchen einen neuen Regenten, weil das war unser Freund. Aha. Und wir haben keinen. Oh, wir haben keinen Zugriff auf unsere Freundin. Das heißt, wen können wir zum Regenten ernennen? Den mag ich nicht so. Ich mag die beide nicht so richtig. Den Herzog von Köln, also der liebt uns abgöttisch. Wen gibt es denn hier, dem wir vertrauen? Wo ist denn unsere Frau? Unsere Frau hätte ich gerne als Regentin. Der traue ich das durchaus zu, dass sie sich hier gut um alles kümmert. Das geht aber nicht, weil die ja in anderem Reich ist. Okay, dann müssen wir den Herzog von Köln nehmen. Nehmen wir dich. So, werden wir ihm das einfach mal jetzt so übergeben. Ja. Ist okay. Den kann ich gut leiden. Das ist in Ordnung. Das passt schon. Okay. Nicht nur unsere Frau, dadurch, dass sie halt die Gräfin von Lothian ist, kann ich ihr den Titel nicht überhelfen. Also ich kann sie nicht zur Regentin machen. Das ist ein bisschen. Schade, aber es ist so. Oh. Erkan von Mess in meinen Grafschaften spioniert, das ist inakzeptabel. Oh. Oh. Der Papst hat unseren Hofspitzel erwischt. Ahahaha. In Geldern sind Plünderer aufgetaucht. Ahaha. Moment, kriege ich den da raus? Ich kann doch den Herzog jetzt nicht in Rom lassen, das geht nicht.
Freikaufen, gibt es das hier irgendwo? Nee, kann ich nicht. Das ist jetzt natürlich ein bisschen seltsam. Das finde ich. Ich krieg den da jetzt nicht raus. Schade, Schokolade. Naja gut, dann brauchen wir jetzt erstmal einen neuen Hofspitzel. Irgendeiner muss es ja machen, ne? David. Der kann uns gut leiden. Aber der ist zu schüchtern. Schüchtern mag ich nicht. Wir nehmen mal den Bürgermeister. Und lassen den direkt wieder nach Rom marschieren. Aber diesmal... Üble Gerüchte, Korruption, Schläger. Nee. Wir lassen den weiter hier spionieren. Das ist okay. Vielleicht bringt es uns ja trotzdem noch was. Aber das ist natürlich krass. Jetzt haben die hier meinen wunderbaren eingesperrt. Ich war immer davon ausgegangen, als Erster gehen zu müssen. Doch nun muss ich den Tod eines teuren Freundes bedauern. Jetzt kommt's. Das fröhliche Lachen von Bryce wird mir fehlen, wie auch sein weiser Rat. Mir ist, als hätte ich einen zentralen Teil meiner selbst verloren und fühle mich so schrecklich machtlos. Glaube ich gar nicht, weil tatsächlich... Okay, distanziert dich von allen Freunden, lasst mich allein. Mit Mitleid nicht, das ist gar nicht mehr so. Ich glaube, es ist nur die beiden Optionen. Weil ansonsten mit dem Bryce, wir waren ja gar nicht mehr so eng. Wow, ich habe eine 5. Das heißt, Freundschaft führt nur zu weiterem Leid, wenn sie endet. Wir haben keine Freunde mehr. Dafür habe ich eine Frau, das, die ich liebe, das ist besser. Wir beenden unsere Freundschaften. Schade. Ach, guck mal, Schottland, 15.000 Mann. Na, hier geht's ab. Die können gut vor. Die stehen steil im Schuh oder so. Also das kann man schon so sagen. Jawohl, die Plünderer kriegen den Frack voll. Oh, was ist denn hier schon wieder für ein Krieg am Laufen? Oriel hat gute Info und gute Arbeit geleistet. Was ist denn hier los? Lepra-Kolonie wurde gebaut. Und du hast schwachen Anspruch. Grafschaft Werben. Lüneburg. Feindlich gegenüber. Aber was ist denn das hier für ein Krieg, der hier läuft? Cremona beanspruchen. Warum ist das hier besetzt? Ach, von Münster. Herzogtum Münster, okay. Da bin ich aber gespannt, was das wird. Na gut, wir werden einfach mal der Dinge ausharren, die da kommen mögen. Cool, wir haben eine Lepra-Kolonie. Ha! Sehr schön. Und das Gallowglass-Ride-Gelände dauert immer noch an. Aber das bringt dann natürlich auch richtig Kram. 70 Infanterie, plus 30 Verteidigung, schwere Infanterie. 120, also bringt 50 schwere und 45 Verteidigung. Das ist schon... Okay. Ist nur aktiv, solange das hier alles irisch bleibt. Wenn das schottisch wird, funktioniert das nicht mehr. Das ist ja lustig. Quasi so Fraktionsgebäude sind das. So, jetzt ist die Frage, ich bräuchte eigentlich noch ein paar Burgstädtchen, wenn ich ehrlich bin. Hier ist die Technologie noch nicht so weit. Aber hier könnte man mal noch ein Burgstädtchen bauen, weil die Einnahmen sind das, worum es geht. So. Kornchen, Abodoin-Ei. Das klingt echt wie wenn bei Tolkien irgendwie beim Herr der Ringe der Punk abgeht, ey. So, ich werde ihn jetzt freikaufen. So, das ist okay, hat lange genug gebüßt. Und was, warum bist du hier? Wie heißt er? Konchen. Der da. Edward der Applecross töten.
Ah, die schon wieder. Diesmal wirst du eingekerkert. Wir sind gerecht, da gibt es keine Diskussion. Zack. Dann lassen wir sie da drin. Und den Herzog von Brandenburg lassen wir einfach mal raus, in der Hoffnung, dass er hier irgendwie was für die Konsolidierung tun kann. Grafschaft Cremona. Und unsere Gattin ist nochmal schwanger. Ich hätte ja gerne noch einen Jungen, wenn ich ehrlich bin. Das fände ich sehr, sehr schön. Und ansonsten werden wir dann definitiv versuchen, mal ein Bündnis mit England hinzukriegen. Ein Heiliger ist verstorben. Ronald of Galloway. War Alter, ehrlich jetzt? Diese Galloways, das ist schon die zweite Heiligsprechung in diesem Trupp. Zu Ehren von Ronald wird eine große Zeremonie vom Papst gehalten. Ja, das ist. Alter, der ist Grafschaft Kleve. Gesegnet sei sein Name. Okay. Weil in seiner Ahnenliste finden sich nämlich hier Erik von Köln und dann kommt nämlich hier schon der heilige Gilbride. Ein Burgstätten wurde in Downpatrick gegründet. Was, ist das schon durch? Nee. Das haben wir hier gebaut, glaube ich. Hier. Okay. Kriege ich jetzt mal meinen Herzog wieder? Nee, Kasernen wurden gebaut, aber ich kriege meinen Herzog nicht wieder. Ach, Mann, ich hätte gern meinen Herzog zurück. Laut Kanzler Grünmail haben die Bauern in Tyrconnel, das hatten wir schon, ja, eine Tradition, die wir gerne unterstützen. Und Tyrconnel, ja, blüht auf. Und jetzt werden wir mal was machen. Wir werden jetzt einfach mal außer der Reihe mal schauen, wo die Pest sich so rumdrückt. Ach, du Sch Also Indien und der Ferne Osten. Und es ist tatsächlich schon bis Byzanz gekommen. Byzanz ist schon unter dem Eindruck der Pest. Jerusalem. Ach, ja. Also das wird definitiv ein Thema. Da brauchen wir gar nicht weiterreden. Die Pest wird ein Problem. Uiuiuiuiui. Na gut. Da müssen wir durch. Also wir werden jetzt noch ein paar Burgstädtchen. Nee, ich werde noch ein bisschen auf das Krankenhaus sparen, weil ich denke, das ist der Moment, wo wir definitiv auch Nachrichten kriegen. Wo es dann definitiv auch heißt, hier Leute, da geht irgendwas. Also ich denke schon, dass das dann tatsächlich ein Thema ist. Wir werden jetzt dieses Krankenhaus bauen. Das möchte ich noch bauen. Dafür brauchen wir aber Geld. Das werde ich jetzt einfach mal sparen, dass wir hier noch ein Krankenhaus hinkriegen. So, wie sieht's denn eigentlich aus? Kriege ich jetzt mein Gefolge? Nee. Und das Galloglass ist fertig. Und wir haben noch eine Tochter namens Euna. Mann, Mann, Mann. Schatzi, das ist alles ein bisschen schwierig mit dir. Ja, und das wird eine Gläubige. Ein neuer Vogel ist eingetroffen und ein neues Buch über die Kunst der Poesie. Ja, ich glaube, ein Leser bin ich nicht. Wir sollten jagen gehen. Das ist ja tatsächlich unser Thema. Wir sind ja so jägermäßig unterwegs. Nach Jahren der sorgfältigen Planung hat Bogumil Mazowieski am Hof von Herzog Jaromil II. Von Brandenburg eine Armee aus vertriebenen Söldnern und Abenteurern aufgestellt und in Absicht erklärt, seinen Anspruch mit Gewalt einzufordern. Na dann, viel Glück damit. Was hast du denn für einen Anspruch? Ach je, guck mal. Auf Polen, Masowien, Schlesien, Brandenburg. Also der Typ sammelt ja Ansprüche. Na dann, viel Glück damit, Herr Kollege. Wäre ja nett. Oh, tötete und brachte mir Kaninchen um Kaninchen. Sehr schön. Was ist denn hier passiert? Warum steht denn hier ein Totenstein? In Nordkronach ist irgendwas passiert, dass hier ein Grabstein rumsteht. Naja, der Grabstein von Nordkornacht. Ja, wir müssen auf jeden Fall. Das ist alles ein bisschen schwierig. England hat auch Probleme, oder? Was hast du für Sorgen? Oh, warte mal. Pest sucht Persien ein. Die Handelswege nach Osten sind weniger frequentiert und die Berichte von der Pest im persischen Raum häufigen sich. Ganze Dörfer sind verschwunden. Aha. Moment, was bist denn du eigentlich für einer? Der ist 8.
Wenn wir den, können wir den mit einer unserer, wenn wir ihn mit Euna verloben, dann sagt er nein. Politische Vorbehalte. Euna mag er nicht. Wenn wir ihn jetzt mit Berthok, auch nicht. Ne, alles nicht. Da würde nicht mal Lorena heiraten. Na, die sind schon ein bisschen schwierig. Hier, was ist denn mit euch? Du bist der Nachfolger, hä? Wo kommst denn du her? Oh, wir haben hier... Also hier passieren ja ganz seltsame Sachen. Spielen sich hier ab. Das finde ich gerade echt eigenartig. Oh, es gibt eine neue Heiligsprechung. Die gesegnete Denise. Denise, die Gräfin von Parma. Parma, da ist das, wo der Schinken herkommt. Ne? In der DDR gab es auch immer Parma-Schinken. Da gab es zu Ostern Schinken und zu Weihnachten Schinken. Da gab es auch ab und zu Parma-Schinken. Der neue Vogel ist fast zu perfekt. Ich genieße den Jagdflug mit ihm. Und dem Koch gehen schon die Kaninchenrezepte aus. Na, da bin ich ein Falkner, wenn uns das so einen Spaß macht. Warum denn nicht? Also wir sind ja eh so sehr, sehr triebgesteuert. Aber, ja, das ist jetzt so gerade tatsächlich maximale Anzahl immer noch. Aber das ist jetzt echt so ein Problem. Wir müssten jetzt mal langsam so ein bisschen uns Gedanken machen, Geschwister. Sie hat überhaupt keine Kinder. Warum kriegst du keine Kinder, Schatz? Die Hohle von Schottland. Oh Mann. Und das ist der Graf von Holland. Ach je. Also hier haben sich auch ganz seltsame Dinge so gebildet. Dann gucken wir mal, gibt es denn in Frankreich irgendwas? Ein Nachfolger wäre Königin von Lothringen. Und warum nicht er? Der Graf von Argyll. Wenn wir ihn da vielleicht. Madeleine ja und will er nicht. Aber so könnten wir ihn an uns binden. Das Problem ist halt, das ist tatsächlich ein bisschen niveaulos. Wenn ich ehrlich bin, der König hier, der hat. Na, tatsächlich nur diese da. Aber warum? Warum ist sie die Nachfolgerin? Habe ich auch noch nie mal, ich habe noch nie mal irgendwas, was ich ihr irgendwie überhelfen kann zum Heiraten. Ja, das ist eigenartig. Na gut, das werden wir beim nächsten Mal rausfinden, wie wir das am besten machen. Aber ich warte eh mit der Heirat, bis die erwachsen sind, dass wir dann da irgendwie ein vernünftiges Ding rausfinden. Und ich habe immer noch nicht rausgefunden, was hier los ist. Also das ist tatsächlich auch so ein Thema, wo ich nicht so richtig weiß, warum ist er hier besetzt? Also beziehungsweise ist ja nur das Herzogtum Münster, also nur der Stamm ist besetzt vom Herzogtum Münster. Aber, das ist Olaf hier. Und der ist im Krieg. Er verteidigt Heiliger Krieg ums Jelland. Okay, also irgendwas hier oben. Alles klar. Ach, guck mal. Der gehört zum König von Norwegen, der gehört gar nicht zu uns. Das ist ja witzig. Wir haben hier einen Stamm mittendrin, der gar nicht zu uns gehört. Naja, also es ist in Europa geht gerade ganz schön der Punk ab. Ich sage erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Der Ära.